Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge zum Thema Sonnenblumen. Teil 4 ist dran, es geht endlich weiter. Im Frühjahr habe ich 3 Teile gedreht. Einen Teil zusammen mit der Nele gemacht. Nele und Sven sind Freunde, die haben hier ein Gästebeet mit Kartoffeln. Es wuchert schon wieder zu. Mit Nele habe ich das gemacht und heute geht es weiter in Sachen Mulchen und Sonnenblumenbeet verschönern. Das dürft ihr nicht verpassen, also bleibt dran. Ich werde euch mal zeigen, wie schön das jetzt im Moment aussieht, was sich so tut, was ich gemacht habe. Letztendlich habe ich, wie gesagt, im Gartenrundgang schon beschrieben. Oh, hier wird gehummelt. Mann, ist das ein Brummer. Guckt euch den an hier. Hallo. Der ist echt riesig. King Hummel. Wie ihr sehen könnt, da sind Sonnenblumen aufgegangen. Da unten eine süße kleine, könnt ihr sie sehen? Da. Und ja, überall kommen Blüten, überall gibt es was zu sehen auf jeden Fall. Ich freue mich da. So viel waren noch nie gleichzeitig offen. Was haben wir? Zählen wir mal durch. 1, 2 rechts, 3 die kleine, 4, 5, die kaputte zähle ich mal nicht mit. 6, 7 im Feld. Finde ich sehr schön. Vielleicht übersehe ich auch gerade eine. Und dann einmal hier rechts. Eine offen, da könnt ihr eine sehen, da unten durch, das sind 2, 3, 4, sehe ich auf jeden Fall. Okay, der Schmetterling mag sie auch, hier auf jeden Fall einmal durchfliegen, das sehe ich öfter. Hier links ist so schön. Die ist auch viel kleiner, diese Hummel. Und die große hier, also die sind echt generell sehr gewachsen. Die Hummel passt wohl zur Blume. Seht ihr den Poppes? Ist ein bisschen oranger. Gutes Timing, das war der Hahn aus der Kolonie. Und ich finde diese Farbgebung, diese Sonnenblume so schön. Ich habe hier keinen Filter eingebaut oder so. Danke, es reicht. Nein, ich höre das super gerne, da kommt die nächste. Schön, zieht weiter. Okay, was haben wir noch? Dann die süße Kleine, die hier aufgeht. Voll schön. Sieht man auch hier direkt. Danke fürs Vorführen, wie groß diese Hummel eigentlich ist, die hier schon drauf war. Was ein Brummer. Wie ihr sehen könnt, ich habe meine Riesenfreude daran. Und ich hoffe, dass ich hier nochmal eine schöne Runde im Feld genießen kann. Dazu kam es noch nicht so richtig. Ich habe hier vor kurzem richtig schön gemulcht und Unkraut entfernt. Das kommt natürlich jetzt schon wieder durch. Ich werde über den Winter auch einige starten, damit das dann fürs nächste Jahr nicht mehr so schlimm ist. Nochmal tiefer umgraben, mal schauen, was das wird. Ich habe ja letztendlich alles von Queke befreit. Hier nicht ganz so ordentlich wie in anderen Beeten. Aber selbst bei den ordentlichen Beeten ist richtig viel nachgekommen. Beispiel rote Beete. Ein bisschen Queke, würde ich sagen. Gut. Ja, was passiert hier jetzt noch? Ich werde das Ding noch ein bisschen verschönern. Dafür habe ich mir hier den Weg ausgesucht. Ich soll noch Steine kriegen. Ich hoffe, dass ich da auch bald schon rankomme. Sonst muss ich etwas anderes erstmal vorziehen. Und zwar wird das dann sein hier beim Hügelbeet. Das will ich euch auch nochmal zeigen. Hier ist natürlich alles noch zwischen, was ich drüben schon rausgerupft habe. Und drüben habe ich mich auch um die Sonnenblumen gekümmert. Habe von unten die fauligen Blätter entfernt und generell bis zu einer gewissen Höhe, damit die Pflanzen ein bisschen mehr Energie in die Blüten stecken. Und das hat auch soweit geklappt. Wie ihr sehen könnt, sie sind echt groß geworden, mal von weiter weg. Also ich bin total begeistert. Gut, ich mache mich jetzt ran. Jetzt geht's ans Fleißigsein und will meinen Worten Taten folgen lassen. Auf geht's! Übrigens zum Thema Schmetterlingsaussaat. Das ist alles, wahrscheinlich ist das teilweise was geworden, aber ich war unterm Strich recht unzufrieden. Ich habe jetzt lauter Blumen erwartet. Wenn ihr mal reinguckt, sieht wenig nach Blumen aus. Deswegen, es wurde unübersichtlich, konnte Unkraut nicht von Blumen unterscheiden. Und vielleicht ist das Ganze auch nicht gekommen wegen des Unkrauts. Ich weiß es alles nicht. Es war mir alles zu grob, werde ich nicht wieder machen. Jetzt werde ich aber weiter das Unkraut rausholen.
ist natürlich bewusst, dass ich vielen Lebewesen den Lebensraum klaue gerade. Ganz deutlich wird das bei mir beim Marienkäfer. Überall welche unterwegs. Ich hoffe, die finden neues Zuhause. Hier sind echt, keine Ahnung, die laufen hier überall längs. Da kann ich noch einen sehen. Ach, die werden schon neues Zuhause finden. Die kraxeln bestimmt an die Sonnenblumen hoch und suchen sich da ein Plätzchen. Lars, der T-Magnet. Sucht euch mal ein schönes neues Plätzchen. Puh, Viackerei. Aber es lohnt sich ja, wie ihr seht. Da kommt einiges raus. Und ich freue mich aufs Mulchen. Okay, soweit ist alles frei. Bin schon ganz zufrieden. Und jetzt werde ich alles mal ein bisschen ordentlich machen. Sprich, die Bretter abmachen, die nicht mehr benötigt werden. Hab mir auch sagen lassen, bei den großen Pflanzen bis zum Meter alles drunter kann man wegmachen. Sprich, die Energie gelangt dann zu den Blättern, Blüten, die es wirklich brauchen. Wie ihr sehen könnt, hier vorne sieht schon ganz gut aus. Die kann noch, das kann noch weg. Da so ein helleres kann weg. Wisst ihr was? Sind nämlich die unteren auch gleich weg. Und hier dann auch noch mal ein bisschen höher. Hier soll es dann gut sein. Den kleinen hier auch. Oh ne, das ist ja eine einzelne. Die lasse ich mal in Ruhe. Vielleicht kommt da ja noch was. Hier, da ist ein Blatt, was kaputt ist. Dann sehe ich hier zwischen auch. Ja, und damit mache ich jetzt weiter. Wie ihr sehen könnt, alles schön freigemacht und jetzt ist Mulchen dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das ist toll geworden. Das ist natürlich erst eine Seite, also die etwas über der halben Miete. Aber insgesamt bin ich mega zufrieden, das jetzt auch marschiert zu haben. Sieht doch gleich viel schöner aus. Obwohl ich beides leiden mag, aber wenn man da so eine gewisse Ordnung und Schönheit jetzt drin hat, dann ist das ja schon eine andere Geschichte. Guckt euch dieses Tier an. Ja, hier ist immer noch King Hummel am Start. Ist auf jeden Fall Chefetage, würde ich sagen. Voll süß. Wie sich rausgestellt hat, an die Steine komme ich heute leider nicht ran. Sprich, das ist ein andermal dran. Da wird ja wahrscheinlich noch ein Teil kommen, wie es aussieht, weil ist ja noch nicht alles ausgewachsen und zu zeigen gibt es halt immer was. So, nun gleiches Spiel wie gerade eben. Ich werde nochmal die Blumen von den trockenen Blättern und überflüssigen Blättern befreien, damit die Energie in die richtige Richtung geht und ich das beeinflussen kann. Und dann wird auch schon direkt gemulcht.
ist das Mulchen dran. Jetzt haben wir auch noch den Kraxelhuber an die Sandblumen dran, die will ich euch mal zeigen. Wie gesagt, ich bin halb Eier. Okay, Kraxelhuber ist weg. Hier ist gerade eine Hummel ganz langsam den Stiel hoch wie so ein Schmetterling, wie so ein Marienkäfer eher. Und der ist jetzt weg. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Das war Teil 4 Sonnenblumen. Es gibt wie gesagt noch drei weitere. Habe ich euch mittlerweile bestimmt schon verlinkt. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, konnte euch bereichern. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.